In diesem Video wird schwer gearbeitet, sehen wir mehr, drehen sich Dinge und ist's mal wieder dunkel. Schönen guten Morgen, hier ist Kai von Travel Camping Living. Hallo zurück in Spanien, in Andalusien, und hier ist schon ganz schön was los auf dem Platz. Draußen versuchen die Fahrzeuge loszufahren irgendwie. So lässt sich hier zum Beispiel ein VW TXY beobachten, der versucht mit Snowsocks rauszukommen, aber die Dinger halten einfach nicht gescheit. Dann wird so ein bisschen halbherzig hinten der Schnee weggekratzt. Das sieht mir jetzt nicht nach professionellem und gelerntem Freischaufeln aus. Wetter hilft natürlich auch nicht. Daneben steht noch ein anderer VW-Bus, der kommt aber irgendwann los. Aber auch mit Schiebehilfe nur, sonst wäre der wohl auch nicht weg. Der hat aber noch nicht mal Schneesocken dran. Der andere Van wird auch versucht zu schieben. Die Schneesocken gehen aber immer wieder ab von der Antriebsachse. Das ist einfach nicht das Gelbe vom Ei. Allerdings fahren mit den Dingern viele rum. So, jetzt aber, Freunde. Schieb! Kräftig! Heiland, zack, das kann nicht so schwer sein. Jawohl, komm. Wieso dreht sich das hintere, linkere Rad nicht? Ich sag mal so, bei solchen Verhältnissen geht nichts über wirkliche, echte Schneeketten, die sich richtig in den Schnee greifen. Und nicht nur komische Tücher, die man um Räder wickelt. Die greifen nämlich bei weitem nicht so tief in den Schnee rein und entwickeln nicht so viel Grip. Ich weiß ja nicht, warum sich das hinten links nicht mitbewegt. Ja, vorwärts geht auch nichts mehr. Das ist einfach dumm gelaufen. So, der blaue Nachbar hilft jetzt auch noch mit. Schieben, aber irgendwie will der Bock nicht. Schnee vom Auto mit der Füße ein bisschen wegmacht. Jetzt geht es sogar leicht bergab. Das müsste eigentlich jetzt gehen von der Logik her. Aber mit Sommerreifen und komischem Zeug auf diesen ist das halt alles nicht so einfach. Jetzt wird das hintere rechte Rad mit heißem Wasser bespritzt, weil da wohl die Bremse gefroren ist. Behälter leer, geht zurück. Aufbruchstimmung. Die nächsten da unten fahren, die haben gescheite Ketten drauf, und da seht ihr den Unterschied. Der dreht da relativ problemlos. Gedreht und macht da Abflug. Hier wird jetzt das gute Schneidbrett zweckentfremdet und damit Schnee gekehrt. Oh, ist clever. Es werden mehr Helfer. Was ein Glück. Sind auch alle schon angezogen. Ich liege noch im Bett, deswegen bin ich nicht draußen. Jetzt auf, aber Mensch, muss doch losfahren, das Auto. Jawohl, das sieht doch gut aus. Was ein paar Menschen doch immer ausmachen. Manchmal reicht einfach Manpower und Schieben. So. Würde man sagen, frei sind sie. Naja, das Ganze blüht mir ja auch noch, ne? Wir sind auch noch nicht runter vom Berg. Thema Müllentsorgung läuft hier übrigens auch super. Da türmt sich das Zeug schon. Gut ist kalt und das alles gefroren. Minus 5 Grad übrigens. Auf so einem Stellplatz ist doch immer was los. Jetzt fährt hier sogar noch ein Bus. Praktisch problemlos sogar. Und auf der Skipiste ist heute auch mehr los als gestern. Es wird beschneit und einiges fährt da rum. Ich hab's geschafft aufzustehen. Sitze am Rechner, lass den Blick mal rausschweifen und hab Sicht. Wir sehen hier tatsächlich bis runter ins Tal, und dass immer noch ein heftiger Wind geht. Zwei wichtige Dinge zu wissen. Immer was los hier auf dem Stellplatz. Ein Wohnmobil kann nicht mehr und wird abgeschleppt. Und ansonsten wird es zwar heller, aber es gehen hier immer Sturmböen durch. Das ist der Wahnsinn. Da meinst du dann, du fliegst gleich mit. Zum Glück musste Ramos nur bergunter ziehen und nicht berghoch. Mittagszeit, es wird Zeit, Milch zu erwärmen. Die letzte. Oh je, geht das wieder los. Dann mal Mahlzeit. Währenddessen wird am Block gearbeitet. Kurz mal vor die Tür. Drinnen sind wir eigentlich abfahrbereit. Außen sieht es immer noch sehr winterlich aus. Schneepflug, Fehlanzeige. Die Straße da hinten, aber wo die PKWs fahren, ist frei. Jetzt gerade so ein leichter Nieselregen, meine ich, zu spüren. Ich hatte gehofft, es macht noch auf, wir können eine Drohne fliegen, aber es macht eher wieder zu. Der Sprinter zeigt gewisse Wasserzapfen. Die Front ist immer noch lustig
zugeschneit und gefroren. Der Rest aber ganz gut weggetaut, beziehungsweise ist gar nicht groß liegen geblieben oder weggeblasen worden, weil es einfach so einen Sturm gab. Jetzt heißt es noch das restliche Eis entfernen und dann abfahren. Alter, auf der Motorhaube ein riesen Gletscher. Den kann ich hier in großen Fladen abmachen. Scheibe vorne so gut wie frei. Gucken wir mal, ob er anspringt. Schlüssel gekennzeichnet, Ablage legen. Ah, fuck you. Wieso erkennt der Benz nicht seinen Schlüssel, wenn ich ihn in der Tasche habe? Ist mir ein Rätsel. Bei dem Basispreis eines Benzes würde ich das absolut erwarten, dass er das kann. Aber immerhin kann er anspringen. Läuft. Also Freunde, wir machen uns vom Marker. Mal sehen, ob wir wegkommen. Aha. Naja. Liegt hier Schnee oder sowas? Ich spüre nichts. Der Sprinter spürt nichts. Dann wollen wir mal über den verschneiten Parkplatz runtercruisen. Der Schnee ist teils doch ein bisschen tief, aber auch schon gut platt gefahren von allen, die vor uns hier entlang sind. Das ist easy fahrbar. Sind wir schon schlimmere Dinge gefahren. Ja, das war nicht weiter schwer und jetzt sehen wir hier schon wieder Asphalt und graue Wolken. Das Wetter nicht so ganz auf unserer Seite, was Sonnenschein angeht. Aber dafür haben wir cool Schnee gehabt. War schön hier oben. Und nun fahren wir das wieder alle runter, was wir gestern hochgefahren sind, vorgestern. Gucken wir mal, wie die Straße so aussieht, aber ich glaube nicht, dass wir da Probleme haben werden. Probleme haben werden die, die hier irgendwann raus müssen. Oh, fuck. Wir fahren jetzt auf jeden Fall dahin, wo es sicherlich keinen Schnee mehr haben wird. Aber vielleicht ein bisschen Sonne und Plusgrad, denn hier sind noch minus 4,5. Wir sind nicht da, wo wir eigentlich hin wollten. Mussten wir kurz anhalten. Wir hatten etwas Eisschlag vom Fahrzeug runter. Wir sind irgendwie vor Ort Granada. Jetzt habe ich erstmal vorne alles Eis und alles, was so ums Dachfenster rum ist, weggemacht. Da haben wir heute noch festgestellt, dass der rechte Scheibenwischer irgendwie nicht mehr fest saß, sich gelöst hatte durch Eis und Schnee und Schlag mich tot. Der fährt jetzt wohl im Gastraum mit. Ich kriege ihn nämlich gerade so nicht mehr dran. Das Dach oben rum habe ich so gut wie es geht freigemacht hier im vorderen Bereich. Nach hinten komme ich nicht, denn ich habe ja kein hinteres Dachfenster, durch das ich mich durchwürgen könnte, um das Eis vom Dach zu kriegen. Also das fällt halt jetzt irgendwann ab. Leiter oder sonstiges Equipment habe ich auch nicht dabei. Ist ein bisschen blöd jetzt. Und dass der Scheibenwischer irgendwie nicht mehr will, ist genauso doof. Das muss ich mir mal noch näher angucken, wenn die Hände ein bisschen wärmer sind. Die sind mir jetzt affenkalt von dem Eis. Wir fahren jetzt 40 Minuten weiter Richtung Motril. Da gibt es eine Tankstelle mit Waschmaschinen. Mal sehen, ob wir heute noch was gewaschen kriegen, bevor es weitergeht. Da haben wir es. Mittelmeer erreicht. Noch nicht ganz, aber zumindest mit dem Auge. Oh, immer wieder geil. Und genau darauf hatte ich heute Bock. Meer sehen. Ob wir noch hinkommen, weiß ich nicht. Aber wir sehen es zumindest mal und sind in Schlagdistanz. Und jetzt fahren wir ab. Motril. 4 Kilometer gibt es Tankstelle und hoffentlich Waschmaschine. Das wäre echt praktisch. Von Motril gibt es übrigens Fährverbindungen nach Marokko. Leute, fast ist nicht 19 Grad und ein Ohure Wind allerdings. Da sind wir. 1,34 Diesel. Und die Waschmaschinen gibt es auch noch. Das ist ja cool. So, nur gucken, wo wir parken können. Ja, hier könnte das ja ein Parkplatz sein. Ne? Mein Wäschesack losstürmen, gucke ich erstmal, ob die Dinge überhaupt funktionieren und wie es geht. Es ist auf jeden Fall voll warm. Bis 19 Uhr haben sie auf hier, ab 8 Uhr morgens. Und hier stehen die guten Dinger. Riecht nach Waschmittel, sieht sauber aus. Und wie funktioniert's? Gegen Geld. Für Tierkleidung gibt es eine eigene Maschine. Ansonsten 8 Kilo, 8 Kilo, 14 Kilo, 14 Kilo. Und hier Trockner.
Innen drin, top, sauber, müffelt nicht. In der Tankstelle muss man Chips kaufen. In der Tankstelle die Coins gekauft, die sprechen sogar ein bisschen Englisch, alles gut. Der Große ist für die Waschmaschine, der Kleine für den Trockner. Schnell mal das Bett abgezogen. Puh. Und der Sack wandert jetzt in die Waschmaschine. So, alles drin, aber jetzt fällt mir gerade ein, die Hose sollte eigentlich auch mitgehen. Kopf. Passt ihr mal kurz hier auf die Wäsche auf, dass den dreckigen Scheiß keiner klaut. Jo, Jeans, Socken, kommt alles rein, da wird nicht getauscht nach Farben oder sonst irgendwas. Alles rein und gut ist. Das ist einfach zu kompliziert. Und jetzt läuft das Ding eine halbe Stunde und dann geht's in den Trockner. Ziemlich easy das Ganze. In so eine Waschmaschine könnt ihr auch mal Co-Pilot stopfen. Umgetopft von Waschmaschine in den Trockner und dabei ist sehr wichtig, dass man die Wäsche in den Trockner reintut, den man dann danach auch anstellt. Ich Idiot habe es nämlich geschafft, den falschen Trockner dann einzustellen, da wo nicht meine Klamotten drin waren, der war leer. Das ist doof. Eine nette Spanierin, die hier gerade auch am Waschen war, hat mich darauf hingewiesen und zusammen hier mit dem Tankstellenpersonal schnell geändert. Die sind hier echt sehr nett und hilfsbereit und freundlich. Alles geht in Trockner, Pullover, Jeanshosen, bei mir eher nicht. Aber so das ganze andere Zeug, Unterwäsche, T-Shirts, alles in Trockner. Der Sack ist wieder im Bus. Nein, damit meine ich nicht mich. Der Wäschesack ist wieder da. Wir können weiter. Jetzt tanken wir noch kurz. Denn der Sprit hier mit 1,41 glaube ich, echt günstig. Gefüllt für 1,34 sogar nur. War noch günstiger als gedacht. Also echtes Schnäppchen. Nächster Halt, Lidl, Milch für die Jungs. Ja, weil wir jetzt noch für die Jungs einkaufen gehen müssen, verpassen wir den Sonnenuntergang am Strand. Aber wir wollen ja auch nicht, dass die morgen wieder streiken. Naja, im Vorbeirollen sehen wir dann doch noch den Zeitraffer irgendwie. Et voilà, zielsicher gefunden. Der Lidl mit genug Parkplätzen. Da finden wir auch noch ein Loch für uns. Hoffe ich. Da sind wir drin im Lidl. Das Riesending. Und hier gibt es sogar Champignons schon geschnitten. Ich fass es nicht. Ich habe schon mal Brot eingetütet und Pistazien. Ansonsten echt ein Riesenshop. Einer der größten Lidl gefühlt, die ich lange gesehen habe nicht. Oder so. Irgendwie. Keine Ahnung. Kommen wir mal zu den wichtigen Dingen. Ne? Milch. 3 Liter gehen mit. Und was ist noch wichtig? Genau. Heute nur die wichtigsten Dinge. Bevor es irgendwann woanders hingeht, gehen wir nochmal groß einkaufen. Bezahlt 21 Euro und jetzt hauen wir ab. 20 Uhr ist es, wir fahren in die Hügel von Motril. Am Meer stehen wäre zwar auch schön, aber wirklich praktische Parkplätze und welche, die mir zusagen, finde ich da nicht. Deswegen fahren wir ein bisschen raus und blicken dann morgen früh hoffentlich aufs Meer. Gucken wir mal, ob unser Plan aufgeht. 18 Grad, fühlt es sich immer noch recht mild an. Der Wind macht es aber dann doch ein bisschen ungemütlich. Und schon sind wir raus, mehr oder weniger aus der Stadt und kämpfen uns mal wieder berghoch. Na, wenn das mal gut kommt hier. Das fühlt sich schon wieder so ein bisschen komisch an. Alter, Google findet, wir sollen hier links fahren. Ah, was ist denn das? Kommen wir hier noch auf Schotter. Fass es nicht. Das ist ja mal wieder eine Anfahrt. Ich glaube, Google verarscht uns hier wieder mächtig. Er kann da irgendwie nicht stimmen. Aber es gibt einen schönen Blick auf Downtown. Und dann ein spanisches Déjà-vu. Schranke, da geht's jetzt weiter, Kopf. Oh Mann, geht das wieder los. Da müssen wir wohl links rum und weiß jetzt auch nicht. Mal gucken, was Google sagt. Ob sie noch einen anderen Umweg kennen. Jo, neue Anfahrtsroute. Wir sind auch wieder voll zurück im Wohngebiet. Hier soll es rechts gehen. Bergab. Keine Schranke, glaube ich. Ich sehe zumindest keine. Okay. Scharf links ums Eck. Alter, wo enden wir denn heute wieder, ey? Alter Schwede, ich sag's euch, das war meine Anfahrt jetzt. Ganz komische Geschichte. Und jetzt steht da schon einer, das glaub ich schon nicht. Ja, da hauen wir ab. Das ist doch nix. Wir fahren noch mal ein paar Meter zurück. Ich hatte da vorhin im Augenwinkel noch was gesehen, was vielleicht machbar wäre. Das hier, das ist ein riesiger Parkplatz, glaub. Da können wir uns auch hinstellen. Ich habe nämlich auch die Schnauze voll. Wir bleiben hier. Kochen fällt heute aus. Es gibt kalte Küche, die hängt überall noch
sauberes Zeug. Das will ich jetzt hier nicht einräuchern, wenn ich koche. Außerdem muss das Brot weg und gewisse andere Dinge auch. Es geht schnell. Käsebrot mit Käse und Brot und Gurke. Tja, und nach den Infos, glaube ich, braucht ihr mich heute nicht mehr, oder? Können wir penne gehen. Ich schnapp mir mal hier die zwei Pappnasen. Dann fliegen die durchs Bild und mit mir Richtung Bett. Denn für heute ist der Kuchen gegessen, der Apfel geputzt und die Banane geschrubbt. Oder irgendwie so. Wir sagen gute Nacht, lasst einen Daumen hoch da, wenn es gefallen hat, abonniert gerne den Kanal. Morgen geht es vielleicht ans Meer oder auch nicht, keine Ahnung. Vielen Dank fürs Amazon-Partner-Link verwenden und für den PayPal-Support. Freut uns riesig, tausend Dank. Und jetzt gute Nacht, ciao zusammen. Shining through.